Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Star Wars Battlefront mit dem Len16 und dem Drachenburschen. Genau, und wir, würde ich sagen, starten hier gleich in den Einzelspielermodus. Der Len16 ist an der Tastatur in dieser ersten Mission. Wir spielen natürlich erstmal die Klonkriege-Kampagne, danach werden wir auch noch die galaktische Bürgerkriegskampagne spielen. Und anfangen werden wir bei der Schlacht von Naboo. Auf Naboo. Genau. Der dreht sich aber hart. Ja, das muss so sein. Bestimmt. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars war damals. Ah, ich freue mich. Jetzt steht der erste Tarar da. Ja. Man sieht auch keine Sterne im Hintergrund, also irgendwas ist noch nicht so ganz richtig, aber. Schade. Schade, ja. Aber ich freue mich auf jeden Fall richtig, dass ich das Spiel nicht mehr spielen kann. Jetzt sind auch die Sterne da. Hat ein bisschen gedauert, bis ich es zum Laufen gebracht habe, aber jetzt funktioniert hier alles. Star Wars Battlefront heißt, wie gesagt, das Spiel. Und nach Jahrhunderten des Friedens versetzt der Krieg die alte Republik in Aufruhr. Der Senat denkt über die Aufstellung einer großen Armee der Republik nach. In der Zwischenzeit schmieden schattenhafte Gestalten Pläne, um die Galaxis in einen Konflikt zu verwickeln. Sie stiften die böse Handelsföderation an, gegen den hilflosen Planeten Naboo vorzugehen. Während die mechanische Droidenarmee Stellung bezieht, bereiten sich einige Karge Sicherheitskräfte auf die letzte verzweifelte Verteidigung ihrer friedlichen Welt vor. Der Pöbel auf Naboo hat es gewagt, eine Armee gegen uns zu formieren. Ziehen Sie mit einer Legion ins Feld und löschen sie alle aus. So, wir sollen auf jeden Fall die mobilen Schildgeneratoren zerstören. Außerdem sollen wir die gesamte gunganische Armee auslöschen. Dann starten wir doch mal, oder denn? Das heißt, wir sind die Droiden. Genau. Ah, das Piepen gehört dazu, stimmt. Das Piepen ist so genial. Das ist der beste Ladescreen, der jemals in einem Spiel gemacht wurde. Ich liebe diesen Ladescreen, den fand ich damals so gut. Ich finde es schade, dass der im zweiten Teil nicht mehr da ist. Und ich würde mir so wünschen, dass der im dritten Teil wieder mit dabei ist. Sowas von. Also jetzt im neuen Teil, der dann kommt in des Jahres. Genau, du kannst auch noch die anderen nehmen, aber Len16 fängt jetzt hier mal mit dem B1 Kampfdruiden an. Natürlich. Das Spiel wurde von Pandemic entwickelt, also dem... Wem sonst? Wem sonst, ja. Wem hätte... Wem Pandemic nichts sagt... Das ist unter anderem auch der Entwickler von Herr der Ringe, die Eroberung gewesen, das wir damals gespielt haben. Ist schon ein bisschen länger her, dass Len16 nicht das gespielt haben. Wie rennt man? Ich glaube, das ist automatisch im Rennmodus. Oh. Und genau, und Battlefront 2 haben die natürlich auch noch entwickelt, das haben wir ja auch schon gespielt. Voll, du hast hier gerade von... Ach, das sind auch... Gangens zerlegt, genau. Ich dachte, das wären unsere. Die haben auch so lange Nasen. Genau, das ist alles Pinocchios hier in dem Spiel. Was denn? Dann kann hier zwischen vier verschiedenen Druidenklassen momentan wählen, den Zerstörer-Druiden, den Piloten-Druiden und den Scharfschützen-Druiden. Dann hat sie jetzt hier für den Raketenfritzer entschieden. Genau. Erschienen ist das Spiel übrigens 2004, also das Spiel ist schon über 10 Jahre alt. Hoho. Glaubt man gar nicht eigentlich. Sieht eigentlich auch heute noch halbwegs spielbar aus. Boom! Okay! Ja, die fliegen immer richtig lustig, wenn du sie mit fetten Geschützen oder so erledigst. Der Drachenbursche hat einen Gungana zerstört. Ja, ich bin schuld, es tut mir leid. Was du links siehst, diese Köpfe sind übrigens die heiligen Städte der Gangens. Ah, Thermaldrohne. Drohne. Sind aber nicht von den Gangens selbst, sondern die sind von irgendeiner anderen Rasse, die man aber nicht kennt. Die sind so viele Thermaldetonatoren! Ah. Irgendwann mal tausende Jahre vor den Gunganen, von den Gangens da in Stellung gebracht worden. Von. Eine Rasse, die einfach nur die Alten genannt wird von den Gunganern. Also die haben die Quan Ganges, die haben sie auch gar nicht kennengelernt. Len hat die First Person entdeckt. Oh, das wäre so gut gewesen. Hallo. Also momentan ist... Gewinnen sie gerade gegen dich, Len. Da musst du dich ein bisschen anstrengen. Echt? Ja, ja. Len im Kampf... Wow. Da wäre der Alter, rechts vor links! Tja, da wäre der Len fast von einem Kadu überrannt worden. Das ist eine Reptavian. Was würdest du sagen, ist ein Reptavian? Ein Tier. Ein Tier, ja. Das ist eine Mischung zwischen Vogel und Reptil. Wow. Ja, und auf denen reiten sie da. Die können auch schwimmen. Die Viecher, um bis zu 2 Stunden tauchen. Ui. Eigentlich nicht so schlecht. Oh, ich habe keine Munition mehr. Wo ist ein Ausrüstdroide? Ein Gonk-Droide müsstest du da suchen gehen. Oder einen von deinen Leuten. Die Gonk-Droiden wurden da schon zerstört, links. Len hier ist ja eindeutig ein bisschen in die... In die Defensive gerückt hier. In die was? Eigentlich sind ja die Gangens hier die Defensiven, aber Len dreht den Spieß um. So witzig. Ich finde auch witzig. Wenn daneben sitzt und quatscht, ist es immer super. Ja, ist immer so einfach sozusagen. Genau, das ist immer super. Bei den Gangens gibt es übrigens auch 2 verschiedene Rassen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. Ja.
Die einen heißen Otolo. Komm schon. Otolo, das sind so diese normalen Gangens, die man auch überall rumrennen sieht. Also sowas wie Jaja Binks zum Beispiel ist ein Otolo. Und dann gibt es natürlich noch die Ankura, das ist die zweite Rasse der Gangens. Mhm. Und die sieht man jetzt hier in der Schlacht gar nicht. Das ist zum Beispiel Boss Nass ist einer von denen. Die wollen unseren Punkt einnehmen. Die Ankura, die sind so ein bisschen fetter und haben deswegen meistens eher so Verwaltungsarbeiten oder sowas. Während die anderen eben eher so, ja, Arbeiten, so. Handwerkliche Arbeiten und sowas haben. Die Otolo, also die normalen Gangens, von denen gibt es auch deutlich mehr. Das heißt aber nicht, dass sie nicht irgendwie aufsteigen können. Also das ist jetzt nicht gesagt, das ist einfach, ja, mit ihrer körperlichen Eignung. Das Kado hättest du nicht mit erschießen müssen, die kannst du auch reiten. Die sterben aber jedes Mal. Ja, ich weiß, eigentlich müsste man auch die Viecher runterschießen können, oder? Ich weiß es gar nicht. Müsste man mal ausprobieren. Ging hier gerade nicht. Okay. Ja, kann sein, kann auch. Ey! Und da ist der Lent schon wieder tot. Also er ist viermal tot. Ja, Lent, du liegst immer noch hinten hier. 69 zu 92, Lent, da muss mehr gehen. Das ist nicht meine Schuld. Natürlich. Das sind immer die anderen. Ich habe eine KD von 5 oder so. Das ist nicht ganz, aber. Gefühlt. Ja. Mit dem Schild kannst du nicht durchschießen von außen. Da kannst du von innen nach außen durchschießen schießen. Durchschießen kann ich nicht, ich weiß. Den Schild kannst du auch deaktivieren, indem du die... Ich weiß! indem du die Fambas in der Mitte zerstörst. Das sind Amphibien. Ja. Glaubt man gar nicht. Am Fambas. Ja, komm doch raus, du! Die werden auch schon tausende von Jahren werden die auch schon gezüchtet von den Gangens. Wie kann ich zur Granate wechseln? Wie kann ich Granate schießen? Rechte Maustaste. Ah, okay. Wie kann ich die Granate wechseln? Kann man, glaube ich, nicht wechseln. Ich glaube, du hast nur eine. Naja, auf jeden Fall diese Fambas, die schlüpfen auch als... Thermaldetonator und Ash-Granate. Siehst du, ich habe zwei Granaten. Ja, okay, ich kenne mich aus mit Battlefront. Natürlich. Ja, den einen habe ich auch gar nicht so viel gespielt. Also den habe ich immer nur bei einem Kumpel damals gezockt. Mit G wechselst du die Granate. Ah, okay. Na, super. Habe ich auch schon was dazugelernt. Ja. Wenn ich dann in der nächsten Mission ran darf. Du meinst in dieser? Ja, der ist jetzt erst runtergeflogen, dann ist das Famba gestorben, oder? Das Kadu. Ja, genau, zu den Fambas wollte ich noch was sagen, und zwar, die schlüpfen auch so als so eine Art Kaulquappen, also die sind richtig klein am Anfang. Jetzt sind sie natürlich etwas größer. So. Ist an der Stelle auch eine kleine Ungenauigkeit zum Film, was du da siehst, bei den Fambas. Also die stehen ja einfach nur rum da und der Schild ist über sie da, das ist natürlich eigentlich nicht so. Normalerweise ist es so, dass der vordere, so dieses vordere Famba, die sind immer zu zweit unterwegs, der hat immer so einen Plasma-Generator und schickt halt so einen Plasmastrahl zum hinteren. Und der hat so eine Projektortrommel und von dort aus wird dann eben der Schild aufgebaut. Also es wird dann auch zwischen den beiden hin und her geworfen und dadurch wird Druck aufgebaut und so weiter. Auf jeden Fall brauchst du immer zwei von den Viechern, um diesen Schild aufzubauen. Und hier ist der Schild einfach so da. Die Gangens sind gerade hart. Die sind hart am Throne. Ja, aber mittlerweile bist du wieder besser. Ich bin genauso gut wie davor auch. Nee, mittlerweile führst du aber. Ja, ich weiß. Aber ich bin nicht besser geworden. Ich habe die gleiche Konstanz gehalten. Okay, dann sind die Gangens schlechter geworden. Darauf können wir uns auch einigen. Die trauen sich ja nicht mehr raus aus ihren Schildern. Sind die ja dann sofort tot. Ja, das wäre... Siehst du, traut sich nicht raus, der Dreckige. Siehst du, er steht da genau davor. Ich glaub's nicht. Ja, du halt Dreckiger. Der ist halt schlau. Ah, Len hat sich mal in den Schild gewagt. Das ist natürlich gefährlich. Da kannst du lang drauf feuern. Siehst du, rechts um diese roten... Ich weiß. Du kannst die Dings in dem Panzer stehen draußen noch. Ich kann doch mal auf dem... Ja, den kann ich jetzt mal reiten. Ja, auf dem Kadu reiten. Wuhu! Der Sattel von denen ist übrigens aus den Fambas gemacht, also auf der Famba-Haut. Das sieht so cool aus, wie das Vieh reitet. So. Wie der B1 reitet. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich würde auf den Kopf zielen. Zieht ihn vielleicht mehr ab. Das ist jetzt aber nur so eine... Ja, okay, das zieht ihn alles nicht wirklich was ab. Also mit den... Hey, ich bin ausgestiegen! Zu spät. Ich war schon draußen, ey. Wir müssen auch mal die Klasse wechseln. Eine Sache, die bei Battlefront immer schade war, die Letzten zu finden. Die Letzten, ja, die verstecken sich immer gut. Ja. Das ist aber auch dann immer der wichtigste Mann, also drei Leben noch von ihnen. Ja. Ist auch witzig, deine Typen schießen überhaupt nicht auf die... Warum auch? Ist doch... Hast du gerade... Achso, nee, du warst schon im Schild drinne. Ich war schon im Schild drin. Die sehen voll süß aus, oder? Hä? Die kann man doch gar nicht umschießen eigentlich. Doch, guck doch auf ihr Leben. Ja, nein, ich meine, die möchte man gar nicht umschießen. Ach so. So war das gemeint. Aha. Sie tun mir leid. Natürlich. Tierfreund und so. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Kannst auch einen Panzer holen. Stehen Panzer. Also, die Gap-Panzer stehen irgendwo rechts. Genau, auf der anderen Seite. Links. Genau, da hinten. Noch ein bisschen. Irgendwo da hinten. Da sieht natürlich. Man noch. Natürlich.
Ein C-99-79 Landungsschiff ist da eben gerade noch vorbeigeflogen, da oben. Ja, ja, toll. Wo sollen da jetzt deine Panzer stehen? Irgendwo muss, gehen wir mal raus. Irgendwo stehen Panzer, ich weiß es. Aha. Bei einem deiner Einsatzpunkte. Bist du ganz sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Ich bin ja schon mit denen gefahren. Ich habe die Mission schon mal gemacht, stell dir vor. Ist aber schon ein bisschen länger her. Puh. Wieso verlieren wir Kontrollpunkte? Ja, weil... Wieso verlieren wir Kontrollpunkte? Weil irgendwo Gangens sind, die sich eben von hinten heranschleichen. Diese Gangen, diese... Das sind Gangenspione, die sind ganz gefährlich. Aha. Len oder Kampf gegen die Gangens. So, ich gehe zu dem ganzen... Da hinten waren sie. Ja, das waren deine Panzer, aber die haben gerade den Kommandopunkt eingenommen. Ja, ich weiß, der da hinten. Der Typ, der jetzt da einsteigt gleich, der Wichser. Nee, der zerstört den. Der zerstört die nur. Er könnte ja auch einsteigen und euch damit übelst in den Boden rammen. Jetzt weiß ich wenigstens, aber wo beide sind. Sie sind nicht beide. Da war der eine. Nee, ja doch, noch stehen zwei da. Anscheinend hat er nicht... Doch ja, jetzt. Da ist der andere steht einfach nur dumm da. Ein spannendes Finale der Schlacht auf jeden Fall. Hallo. Oh, ich habe keine Kinder. Scheiße. Der kann eh nicht werfen, keine Sorge. Das ist Not gegen Elend hier. Halt die Klappe, Mann. Sieg, der Len 16 hat gesiegt. Halt die Man Klappe, glaubt es ja kaum. Soll ich dich schlagen oder was soll ich machen? Nee. 30-7. 30-7. Okay. Du kannst auch mal auf Auszeichnung gehen, da rechts unten. Ah, die waren immer super. Dann siehst du noch, was du für Auszeichnung bekommen hast. Du musst dich anwählen, du musst Drachenbursche anwählen, sonst kannst du es dir nicht anzeigen lassen. Natürlich. Panzerkiller, Drachenbursche. Hä? Ach, die zählen als Panzer, die... Oh, ja, okay. Okay, ja. Staatsfeind, siehst du? Die Kardus haben als Panzer gezählt, genau. Ja, dann gehen wir nochmal zurück. Adlerauge. Hm? Ja, okay. Adlerauge. Wenn nicht, wäre kein Camper. 16. Mhm, ja. Kein Überlebenskünstler, kein Verräter. Hast du gut gemacht. Na gut, dann machen wir weiter. Die königlichen Sicherheitskräfte von Naboo versuchen, Thee zurückzuerobern, während unsere Hauptmacht die Gungana bekämpft. Sie müssen die Stadt unbedingt halten. Tja, dann versuchen wir mal, die Stadt hier zu halten. Ich bin mittlerweile auch wieder dran, hier am Controller, wollte ich schon sagen, hier an der Maus. Das ist immer wieder klasse, dieser Anflug auf den Planeten. Ich liebe den einfach. Weil man sieht dann auch immer, wo die einzelnen Sachen sind überhaupt auf dem Planeten. Ja. Und es gibt zwei Naboo-Karten. So, ich bin jetzt wieder hier an der Maus und kann überlegen, welche Klasse ich nehme. Du kannst Druidika nehmen. Toll! Ja, jetzt gibt's Druidikas. Wow. Kann ich hier ein bisschen rumrollen. Kann hier auch die Position wechseln. Ich schätze mal E-Rollste. Ja, richtig. Wow! Len, du bist so gut. Ja, einsteigen können die Druidikas leider nicht in irgendwelche Fahrzeuge. Die müssen sie in sich selber einsteigen. Ja, genau. Den Schild kann ich mit dem Rechtsklick aufbauen. Und dann hier erstmal den Naboo-Menschen zeigen, wo der Hammer hängt. Natürlich. Nein, nicht mehr in den Weg rennen. Ja, das ist gerade gar nichts. Ich habe zwei erwischt, da unten, siehst du doch. Ja, ja, angeblich. Ja, angeblich, natürlich. Angeblich. Willst du das etwa abschreiten? Ja. Granate direkt unter dir, aber. Ja, geht schon. Geht schon. Mach bloß den Schild komplett weg, aber. Ja. Immerhin habt ihr mal gesehen, dass man die auch spielen kann. Hast du zwei gekillt jetzt nochmal? Ja, beim ersten, gleich am Anfang habe ich zwei erwischt. Ja, und dann nochmal zwei. Du hast jetzt schon vier Kills. Das ist ja, ich bin gut. Nein. Denn. Benutze ich auch gleich mal den Panzer. Du hast überhaupt gar nicht geschossen. Ja, doch, Len. Der Panzer Kill akzeptiere ich. Okay. Also muss ich jetzt mit jedem Kill muss ich jetzt mit dir streiten, ob du den akzeptierst oder ja, nicht. Ja, richtig. Okay, Len zählt jetzt nochmal extra die Kills für mich mit. Ja. Ah. Ja. Panzer ist ganz gut zu steuern und ist auch richtig stark gegen die Typen hier. Aber die haben auch ihren eigenen Panzer. Und Raketenwerfer. Genau, Raketenwerfer haben sie auch noch. Mhm. Die leider auch relativ effektiv gegen mich sind. Piu, piu. Piu, piu. Ich glaube, hier könnte noch ein zweiter einsteigen, ne? Ja. Ich fahre einfach hier ein bisschen rum. Doch, ich glaube, in den kann man mit zwei rein, ja. Ja. Sind ja auch genügend Geschütze dran an dem Ding. Wie hast du den zum Beispiel gerade bekommen? Der ist ja gefallen, bevor du geschossen bist. Nee. Geschossen hast. Boah, hast du gesehen, wie ich dem ausgewichen bin? Der muss man die wieder ausschalten. Der ist auch schon gefallen, bevor ich ihn erschossen habe. Ja, wir müssen hier mal ein bisschen Boden gut machen. Aber wir führen schon, das ist nicht schlecht. Hier kann man natürlich abräumen, ein bisschen Spawn-Camp machen. Ist auch nicht schwer, wenn man einen Panzer hat, ne? Ja, aber Panzer geht alles einfacher. Du solltest auch treffen, ne? Ja. Wir sind hier auch in der Hauptstadt. Immer die Rechtstaste. Da kann man nichts machen. Was? Es ist im Zweier, kann man damit mit der Rechtstaste. Oh, da vorne sieht man auch den Panzer von denen. Panzer. Ja. Anführungsstrichen. Ja, wenn du es genau wissen willst, V-19 Sicherheitsgleiter, wenn dir das lieber ist. Ja. Ja, das sagt es nämlich eher. Es ist ein Sicherheitsgleiter. Mm.
Ich glaube, ich nehme mal den Scharfschützen und snipe ein bisschen, damit ihr ein bisschen Abwechslung sieht, weil ja beim Star Wars Battlefront 2 so ein bisschen die Kritik, dass wir da immer nur mit einer Klasse rumgelaufen sind. Es gibt halt nur eine gute. Ja, die Hauptklasse ist halt einfach die beste, macht am meisten. Also mir persönlich am meisten Spaß, aber ein bisschen Abwechslung schadet auch nicht. Nein, 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 nicht schon wieder so einer. Der wird dich nicht umbringen, der wird dich kitzeln höchstens. Das ist ein kitzeln, ja, nur weil, wenn er für Sicherheit sorgt, dann ist er gefährlich. Ah, hier kann man gut snipen. Ja, wenn du treffen würdest. Ich hab getroffen. Du brauchst halt 2 Schüsse pro Person. Oder einen Kopftreffer. Ja, auch möglich. Der da ist zum Beispiel ganz eklig. Nö, ein Kopftreffer. Ja, okay, Len, du hast gewonnen. Boah, da steht da. Boah, ist da keiner drin in dem Panzer? Doch. Man kann sie leider nicht rausschießen aus dem Panzer. Du musst echt den ganzen Panzer zerstören, um die da rauszubekommen. Finde ich auch ein bisschen schade. Das könnte so zum Beispiel bei Teil 3 auch verbessern, dass man Leute aus Panzern rausschießen kann. Okay, ganz schlechter Platz, ganz schlechter Platz, ganz, ganz schlechter Platz. Kommt auf den Panzer an. Natürlich. Wir sind ja auch in der Hauptstadt von Naboo, also in Theed. Wie? Theed geschrieben. Theed. Ja, da wurde auch der gute Herr Palpatine geboren. Palpatine. In dieser Stadt. Ja, hier oben ist sogar ein schöner Snipe-Punkt eigentlich. Der gute Herr Palpatine? Naja, er war ja am Anfang vielleicht mal gut. Ah doch, man kann sie doch rausschießen. Ja, Wahnsinn. Aber den Piloten kann man vielleicht nicht rausschießen. Hey! Gemein. Schade. Bei Naboo sowieso auch eine sehr interessante, ein sehr interessantes Völkchen. Mhm. Diese haben es eigentlich nicht so mit dem Krieg hier. Probier mal ins Wasser zu gehen. Das ist ganz Nein, toll. Das probiere ich nicht. Die bauen sich lieber schöne Häuschen. Ja, ist das wirklich so. Bei denen sind auch besonders hohes Ansehen, also besonders hohes Ansehen genießen da auch gelehrte Architekten und irgendwie Künstler. Aua, ich bin schon angeschossen. Auch lustig, dass die mit dem Bagdad-Tank repariert werden können. Was? Die Droiden. Eigentlich müssten die irgendeinen Reparaturdroiden oder sowas haben. Naja, gut, gibt's aber. Ja. Ja, natürlich, aber ich meine. Mit Bagdad-Tanks kannst du ja eigentlich keinen Droide heilen. Naja. Yeah. Nehmen wir mal nicht so eng. Ja, müssen wir nicht so. Wollen wir mal nicht so genau nehmen. Ach. Der Part von Star Wars Battlefront 2 ist leider schon vorbei. Wenn er dir gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Zum nächsten Part kommst du, wenn du einfach auf das bereits laufende Video im Video klickst und du kannst natürlich meinen Kanal noch abonnieren, dann wirst du in Zukunft auch sicher kein Video mehr von mir verpassen. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein.